darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz des Playdown-Spiels zwischen TSV Kaufbeuren und Heilbronner Falken begrüßen. Wir haben heute 2403 Zuschauer gehabt, der Endstand 2:4. Ich darf zuerst den Gästetrainer vorstellen, zu meiner Rechten Igor Pavlov. Glückwunsch zum Sieg, Herr Pavlov. Und zu meiner Linken unser ESVK-Coach Uli Egen. Ja, Herr Pavlov, Ihre Meinung zum Spiel heute bitte. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, technisch gesehen ein wirklich ein Big Save und Hattrick von Michael Hackert. Da ist er, hat uns dieses Resultat gebracht. Aber die drei Worte, welche also wollte ich nennen, das ist einfach Respekt, volles Respekt vor dem Gegner. Und dann ist Resultat. Also nur durch das wird es funktionieren. Und ich glaube, heute war typisches, also wirklich Nervenkitzel für beide Teams. Wir haben natürlich, wir stehen mit Rücken zur Wand und wir haben nicht zu verlieren. Für uns, also nächste Niederlage ist bedeutet Tod. Ja? Darum glaube ich, in dieser Situation ein Spieler oder eine Mannschaft, ein Mensch oder ein Tier, der ist, sage ich, besonders motiviert, der mobilisiert natürlich alle Kräfte, was man hat. Und ich glaube, heute ja, haben wir ziemlich diszipliniert gespielt. Wir wollten unbedingt ein Spiel nach Hause holen und das hat uns gelungen. Also ich bedanke mich also wirklich von ganzen Jungs und dass die seine Rollen respektieren und ich glaube, das ist das Wichtigste momentan. Danke. Ja, danke, Herr Pavlov. Uli, deine Meinung zum Spiel heute bitte. Ja, guten Abend zusammen. Wir haben nur zwei Drittel heute gespielt. Wir haben das erste Drittel total verschlafen. Total verschlafen, wieder mal zu Hause. Den Spielplan nicht eingehalten, das war ganz anders geplant. Wir haben da gestern und heute drüber gesprochen und das war eigentlich das Spiel schon entschieden nach 20 Minuten. Gut, im zweiten und letzten Drittel, wir sind einigermaßen zurückgekommen, aber letztendlich dann, wenn man leer ein Tor vorbeischießt, wenn man die Chancen nicht nutzt, dann kann man halt in der Play-Down nicht gewinnen. Da verlange ich einfach von der ganzen Mannschaft mehr Einsatzbereitschaft, mehr Wille zum Sieg, ja, mehr Zweikämpfe gewinnen. Das ist bei uns manchmal gut und manchmal schlecht und heute war es öfters schlecht. Und deswegen haben wir verdient verloren. Es geht ja jetzt darum, bleibt man in der Liga oder bleibt man nicht in der Liga. Und da muss ich von meiner Mannschaft, von der kompletten Mannschaft, vom ersten bis zum 21. Spiel einfach mehr Engagement verlangen für den Verein. Und das habe ich heute nur zum Teil gesehen. Danke. Danke, Uli. Haben wir Fragen von der Presse? Jetzt spricht man ja manchmal von Scheibenglück im Eishockey. Hat es heute auch ein bisschen gefehlt? Das Scheibenglück, das kommt dann, wenn man arbeitet und hart kämpft. Das kann man nicht immer hoffen, dass man, wenn man Bogen fährt, Zweikämpfe nicht richtig annimmt und dann ein Scheibenglück hat. Das hat nichts mit Scheibenglück zu tun, dass das heute gefehlt hat. Das muss man sich erkämpfen, da muss man nachgehen, muss um den Puck eben kämpfen. Und das haben wir heute, wie gesagt, nicht gemacht. Kreisen deine Gedanken jetzt noch um das Spiel, was jetzt gerade zu Ende gegangen ist, oder bist du schon beim nächsten Spiel, das am Sonntag jetzt in Heilbronn ansteht? Ich bin weder noch, weil ich stinkesauer bin. Danke. Gut, haben wir sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann müssen wir abwarten, wie es am Sonntag ausgeht. Eventuell sehen wir uns am Dienstag noch. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Danke.